Triggerwarnung. In diesem Video geht es um das Thema Orthorexie. Falls du das nicht sehen willst, beende bitte das Video. Betroffene können sich unter 0221 892031 an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wenden. Sie entwickeln auch regelrecht Angst vor vermeintlich ungesunden Lebensmitteln. Das hat mich so eingeschränkt, dass ich bei 5 Lebensmitteln gelandet bin. Ich bin so ein bisschen schon vereinsamt. Was ist, wenn gesunde Ernährung plötzlich zur Sucht wird? Dann befindet man sich in der Orthorexie. Bio, healthy, vegan, paleo, clean eating, gesunde Ernährung und Körperbewusstsein ist voll im Trend. Laut einer Umfrage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, die 2019 gemacht wurde, ist 91% der Befragten eine gesunde Ernährung wichtig und sogar 71% essen täglich Obst und Gemüse. Ich würde auch sagen, dass mir persönlich eine gesunde Ernährung schon wichtig ist. Doch was ist, wenn gesunde Ernährung, was eigentlich gut ist, plötzlich zur Sucht wird, zum Zwang? Dann befindet man sich in der Orthorexie. Orthorexie bedeutet übersetzt richtiger Appetit und Betroffene fühlen sich gezwungen, sich immer gesund zu ernähren, weil sie Angst haben, durch ungesunde Ernährung krank zu werden. Erst 1997 hat der US-Arzt Stephen Bradman dem Zwang nach gesundem Essen den Namen Orthorexie gegeben. Doch bis heute wird die Orthorexie von der Fachwelt nicht als Krankheit anerkannt. Manche Experten bestreiten sogar, dass es sich um eine Essstörung handelt. Für Betroffene ist das natürlich nur sehr schwer verständlich. In Deutschland leiden übrigens an generellen Essstörungen knapp 2% der Bevölkerung. Ich spreche jetzt mit Lara und sie erzählt mir, wie es für sie war, an Orthorexie zu leiden. Dann erstmal, hi Lara, freut mich, dass du die Zeit genommen hast. Hi, freue mich auch voll. Ein Ernährungstrend jagte so momentan so den nächsten. Denkst du, Orthorexie wird damit auch irgendwie so ein bisschen zum Trend? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, durch dieses ganze Social Media Clean Eating wird es voll suggeriert. Also, dass man sich in diese Schiene reinbegibt und davon beeinflussen lässt. Man könnte ja denken erstmal, wenn man sich jetzt wirklich nur noch gesund ernährt, dass man dann total glücklich ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht der Fall war, oder? Klar hat man sich, hat man darin eine Bestätigung gesehen, wenn man gesünder als andere gegessen hat und sehr darauf geachtet hat. Aber das schlechte Gewissen ist trotzdem noch geblieben. Selbst bei Kleinigkeiten, wenn es dann nur ums Salatdressing ging oder oh Gott, jetzt habe ich eine ganze Tomate gegessen, hätte ich nur eine halbe essen sollen. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Alle haben sich natürlich Sorgen gemacht, aber ich habe es halt erstmal überhaupt nicht eingesehen, weil ich habe ja gedacht, es wäre ja gut, dass ich mich gesund ernähre. Ich bin dann auch nicht mehr irgendwie mit Freunden essen gegangen oder abends mal weggegangen. Und dann ist es schon aufgefallen und ich bin so ein bisschen schon vereinsamt, sag ich mal. Wie geht es dir heute damit? Ich würde sagen, es ist so ein Auf und Ab. Zum Beispiel mit sowas wie jetzt ganz extrem Pommes oder so. Das ist für mich immer noch manchmal schwierig. Oder dass ich mir manchmal immer noch Gedanken mache, oh Gott, jetzt am Abend noch was essen, ist das gut? Aber es ist nicht mehr so, dass ich dadurch irgendwie stark beeinträchtigt bin. Es sind halt einfach Gedanken und ich weiß, wie ich damit umgehe. Gibt es noch irgendwas, was dir besonders wichtig ist bei dem Thema, was du gerne einfach loswerden würdest? So toll Social Media auch ist und man da vielleicht auch oft irgendwelche Inspirationen findet, dass man nicht alles glauben sollte und nicht sich auf 1000 Essensseiten begeben sollte, weil das ist eben auch die Krux. Wenn man sich eh schon mit Essen beschäftigt, dann beschäftigt man sich noch mehr mit Essen. Ja, relativiert so ein bisschen, ob das wirklich wert ist, das Leben nur nach der gesunden Ernährung auszurichten. Nach einer extrem ungesunden, eigentlich gesunden Ernährung, obwohl gesunde Ernährung ja eigentlich gesund sein sollte. Also ist total unlogisch eigentlich, ja. Wirklich vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, weil ich hatte damit auch jetzt noch nicht so wirklich Berührungspunkte und deswegen fand ich es sehr, sehr interessant, einfach mal zu hören, was für eine Rolle das in deinem Leben gespielt hat und wie du damit umgehst. Ja, danke, dass ihr euch damit auch beschäftigt. Ich fand es super krass zu hören, wie das ganze Leben wirklich einnehmen kann und vor allem dann auch so wie so eine Art Pauseknopf wirken kann. Ne? Also wenn es so extrem wird, dass es alles lahmlegt und man wirklich dann eine komplette Auszeit braucht. Gerade das Thema Orthorexie speziell zeigt auch nochmal, wie sehr dieser Gesundheitswahn und Fitnesswahn, der gerade auf Social Media auch sehr krass gelebt wird, auch sehr ungesunde Folgen haben kann. Und deshalb, Leute, lasst euch da nicht blenden. Denkt immer dran, das, was ihr da seht, ist nur ein Ausschnitt der Realität. Und ich kann euch aus sicherer Quelle sagen,
Auch diese Fitness-Influencer, die essen bestimmt auch mal eine Pizza. Aber wie sehen das die Experten, gerade weil Orthorexie ja noch ein heiß diskutiertes Thema ist? Dazu spreche ich jetzt mit Frau Dr. Bartels. Sie ist promovierte Psychologin an der Uni Düsseldorf und forscht zum Thema Orthorexie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bartels. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben heute. Sie haben sich ja während Ihrer Promotion mit orthorektischem Essverhalten beschäftigt. Wie macht sich denn Orthorexie genau bemerkbar? Also orthorektisches Ernährungsverhalten sieht so aus, dass die Betroffenen sehr stark darauf fixiert sind, sich gesund zu ernähren. Das ist wirklich so das Wichtigste. Sie versuchen eben nach ihren eigenen Regeln, nach ihrer eigenen Philosophie einer gesunden Ernährungsweise zu folgen. Und sie entwickeln auch regelrecht Angst vor vermeintlich ungesunden Lebensmitteln. Also dass sie wirklich sagen, das kann ich auf gar keinen Fall essen, das macht mich krank, das ist gefährlich und so weiter. Die Betroffenen, die stellen sehr strenge Ernährungsregeln auf, also dass sie wirklich sehr genau festlegen, was wie zubereitet, in welcher Menge gegessen werden darf, vielleicht auch von welcher Herkunft, welcher Qualität und so weiter, um eben eine optimale Ernährung, eine optimale Gesundheit zu gewährleisten. Was sind denn dann überhaupt gesunde Lebensmittel in den Augen der Betroffenen? Das ist total unterschiedlich. Also jede betroffene Person entwickelt so ihre eigene Ernährungsphilosophie oder ihre Ernährungssichtweise sozusagen. Das kann man tatsächlich gar nicht pauschal beantworten. Die Leute orientieren sich an den verschiedensten Informationen, die wir so haben, aber basteln sich da letztendlich so ein bisschen ihr eigenes Ernährungskonzept draus. Und das ist dann eben das Gefährliche, weil diese eigene Vorstellung von der Ernährung, von der gesunden Ernährungsweise kann eben unter Umständen sehr von dem abweichen, was allgemein als eine gesunde Ernährungsweise empfohlen wird. Es geht also nicht nur um Bio oder Nachhaltigkeit, wie man als Laie vielleicht meinen würde bei einem Thema gesund. Nicht unbedingt. Also es ist wirklich total unterschiedlich. Die Betroffenen folgen vielleicht irgendeiner Ernährungsphilosophie. Es gibt ja zum Beispiel ayurvedische Ernährung oder makrobiotische Ernährung oder Rohkosternährung. Das wären so verschiedene Stichworte. Manche achten darauf, nur Bioprodukte zu sich zu nehmen oder nur Lebensmittel aus eigenem Anbau. Es gibt aber auch durchaus welche, die sehr viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, weil sie denken, dass in dem herkömmlichen Obst und Gemüse, was man so kaufen kann, nicht genügend Vitamine drin sind, was dann vielleicht eine andere orthorektische Person als total ungesund ansehen würde. Was denken Sie, welche Rolle spielt da dieser Optimierungswahn? Also er wird bestimmt kein problematisches Essverhalten auslösen, aber eine gewisse Rolle spielen kann das natürlich schon. Also da müssen schon vorher noch andere Schwierigkeiten, vielleicht Stress oder schon mal früher Probleme mit dem eigenen Essverhalten gehabt, irgendwie vorliegen, bevor dann wirklich jemand ein problematisches Essverhalten entwickelt. Woran könnte ich denn zum Beispiel für mich selbst erkennen, ob ich jetzt orthorektisch bin oder nicht? Aber wichtigster Punkt wäre wirklich so, dass das subjektive Gefühl der Einschränkung, dass man eben das Gefühl hat, der eigene Verhaltensspielraum wird immer kleiner, man kann immer weniger machen, man kann immer weniger essen, kann vielleicht auch nicht mehr in Urlaub fahren oder so, weil man nicht weiß, was gibt es da vor Ort zu essen, kann ich da noch überleben sozusagen. Das wären so Punkte. Was würden Sie den Menschen empfehlen, die an Orthorexie leiden? Wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder raus? Wichtige Punkte sind auf jeden Fall wahrscheinlich an den zugrunde liegenden Ängsten zu arbeiten. Also Betroffene scheinen ja sehr starke Angst davor zu haben, dass sie ein bestimmtes Lebensmittel krank macht, also dass sie unmittelbar negative körperliche Auswirkungen haben. Ja, einen realistischen Gesundheitsbegriff erarbeiten, so nennt man das in der psychologischen Fachsprache. Ansonsten sollte eben vor allem das intuitive Essverhalten gefördert werden. Also genau, das wären so erste Ideen, was man machen könnte. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Bartels, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich habe auf jeden Fall einiges Neues gelernt. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Ja, sehr gerne. Gerade bei dem Gespräch ist mir nochmal aufgefallen, wie vielschichtig das Thema Ernährung ist. Das hat man ja oft gar nicht auf dem Schirm, allein die ganz verschiedenen Arten, die sie im Gespräch aufgeführt hat. Und vor allem finde ich es auch super, super wichtig, wie sie auch gesagt hat, dass man Betroffenen zeigt, dass es Anlaufstellen gibt, wo sie hingehen können, falls sie an einer Essstörung leiden. So, das war's schon wieder für diese Woche. Nächste Woche geht es natürlich aber direkt weiter. Da treffe ich nämlich Nils Binberg. Er litt 8 Jahre lang unter Orthorexie und hat sogar ein Buch über die Krankheit geschrieben. Mit ihm schaue ich mir an, wie sein Alltag dadurch eingeschränkt wurde und wie er sich aus dem Teufelskreis wieder befreien konnte. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Das hat mich am Ende so eingeschränkt, dass ich bei 5 Lebensmitteln gelandet bin. Boah. Wenn was nicht Bio war, hatte ich wirklich das Gefühl, mir hat jemand so ein Katzenbaby aufgetischt. Ich wollte das nicht essen.